Hey Leute, hier ist Kai von Schwarz auf Weiß. In diesem Video will ich euch die Bücher vorstellen, die ich im Monat August gelesen habe. Und das sind 5 Bücher gewesen, 2 Sachbücher und 3 Romane. Wir fangen an mit Ellen Bennett, die souveräne Leserin. Das Buch ist im Wagenbach Verlag erschienen. In der Salto-Reihe, was mir in der Salto-Reihe gut gefällt, ist die Aufmachung, also von den Leineneinbänden. Ist immer sehr schick. Leider finde ich dieses längliche Buchformat hier total grauenhaft. Ja, das liegt komisch in der Hand und schüttelt mich gruselig. Ja, aber gut, das Buch selbst habe ich sehr gerne gelesen. Ist so der Typ Bücher für zwischendurch, 114 Seiten. Im Roman leiht sich die englische Queen ein Buch aus dem Bücherbus aus und angefixt von dieser Erfahrung versorgt sie sich dann mit immer mehr Lesestoff. Und der Hofstaat sieht das aber überhaupt nicht gerne. Immerhin ist die Queen so eine Repräsentationsmaschine und dieses ganze Lesen, das stört einfach die Abläufe. Die Queen verspätet sich und ist auch nicht mehr so bei der Sache. Und die Diener halten sie zum Teil deswegen sogar für dement. Und ihre engen Untergebenen versuchen jetzt alles, um die Queen am Bücherlesen zu hindern. Also die Bücher verschwinden oder die suchen sonst nach anderen Wegen, sie zu hindern. Und die Queen arbeitet jetzt mit allen Mitteln dagegen und die findet immer neue Listen, um an Bücher zu kommen und die Bücher dann auch zu lesen. Das ist ein sehr humorvolles Porträt einer Transformation durch die Erfahrung des Lesens. Es ist vor allem eine Liebeserklärung an Bücher, an englischsprachige Bücher vor allem. Und es ist natürlich auch in erster Linie eine Parodie auf die britische Monarchie. Es hat ein paar Längen. Aber es ist trotzdem ein gute Laune-Buch, das ich sehr, sehr gerne gelesen habe und euch auch empfehlen kann. Ellen Bennett, die souveräne Leserin. Und ich habe sie in einem Book-Haul schon mal vorgestellt, hochgehalten. Peter Weiden, Stella Goldschlag, eine wahre Geschichte. Ich habe das Buch inzwischen gelesen, es sind so knapp 380 Seiten, ist auf Deutsch im Steidl Verlag erschienen. Das Buch war lange nicht lieferbar, bis zu dem Zeitpunkt, an dem Takis Würger mit seinem sehr umstrittenen Stella-Roman um die Ecke gekommen ist. Das Würger-Buch kenne ich nur sehr oberflächlich und will jetzt auch nicht näher drauf eingehen. Nur so viel, wer sich für das Thema interessiert, der sollte auf jeden Fall lieber Peter Weiden lesen. Der wurde als Peter Weidenreich geboren, hat zusammen mit Stella Goldschlag eine jüdische Schule in Berlin besucht und hier den Beginn der Nazizeit erlebt, hatte aber Glück, denn er kommt aus gutem Haus und die Familie konnte sich rechtzeitig noch in die USA absetzen, während Stella und viele Mitschüler von ihm, bekannte, weiter entfernte Verwandte in Deutschland zurückgeblieben sind und den Holocaust dann nicht überlebt haben. Peter Weidenreich war in der Schulzeit in Stella verliebt, wie so viele, und hat erst später erfahren, dass Stella überlebt hat und vor allem, dass sie von der Gestapo als sogenannte Judengreiferin eingesetzt wurde. Das bedeutet, dass Stella mitgeholfen hat, im Untergrund verborgen lebende Juden in Berlin aufzustöbern und auszuliefern und letzten Endes der Vernichtung zuzuführen, und das war Stella auch bewusst. Und Peter Weiden hat viele Jahrzehnte lang Zeitzeugen besucht, Archive durchwühlt und auch Stella getroffen. Und in diesem Buch rekonstruiert er sehr ausführlich ihren Lebenslauf. Er beschreibt das Leben der U-Boote, also der versteckten Juden in Berlin, und Stellas Arbeit bei der Gestapo. Er beschreibt die Bombennächte, den Terror der Sowjetarmee. Und er macht es vom sehr, sehr anschaulich und sehr nüchtern und erzählt es eindringlich, ohne irgendwie Anklage zu erheben. Und genau das ist es auch, was es für mich zu so einer schwierigen Lektüre gemacht hat. Es war so intensiv, dass ich immer wieder Pausen machen musste. Ich musste die Seiten erstmal sacken lassen. Gut, im Buch geht es natürlich, wie gesagt, vor allem um Stella, die später vor Gericht gestellt wurde, auch verurteilt wurde, beinahe gelyncht wurde. Und besonders intensiv ist, wie Weiden hier beschreibt, wie Stella zu der Arbeit für die Gestapo erpresst wurde, aber schließlich Spaß daran findet, nach Weiden die Juden hochzunehmen und auszuliefern, wenn sie die Macht genießt. Er beschreibt einige Affären von ihr und es kommt für mich so ein bisschen raus, dass er sie dafür verurteilt. Und es mag jetzt unangemessen erscheinen, aber für mich hat sich das so ein bisschen angehört, als ob das so eine unerfüllte Liebe ist und da Eifersucht aus ihm rausspricht. Aber ich lehne mich jetzt hier wirklich sehr, sehr weit aus dem Fenster. Ja? Für mich ist es das Buch, das mich in diesem Jahr am meisten berührt hat, das mir am meisten unter die Haut gegangen ist. Und deswegen verbietet sich das für mich, das jetzt irgendwie in ein Bücherbattle oder sonst wo reinzupacken.
Jetzt kommen wir mal zu einer Enttäuschung. Ehren Kim, ein pochendes Leben, aus dem Kass Verlag erschienen, den ich sehr schätze. Ich habe dieses Buch im Rahmen einer 5-Sterne-Vorhersage in die Kamera gehalten und Leute, da ist wirklich nichts draus geworden. Dabei hätte alles so schön sein können. Der Stoff ist gut, der Aufhänger ist top. Die Figuren bieten super viel Potenzial. Es gibt im Buch dann auch einige überraschende Wendungen, aber vor allem auch einige Längen. Sprachliche Fehlgriffe gibt es zuhauf und kitschig ist es obendrein. Arum ist 16, er steckt im Körper eines alten Mannes und weil er einer seltenen Krankheit leidet und seine jungen Eltern haben kein Geld für eine vernünftige Behandlung und deshalb bewirbt sich Arum dann irgendwann bei einer TV-Spendenshow, um seine Eltern zu entlasten. Ich greife jetzt hier schon ziemlich weit vor. Im Buch geht es dann auch sehr stark um die Liebesgeschichte der Eltern, die Arum rekonstruiert. Ich will jetzt hier keine Zusammenfassung liefern, was alles so weiter passiert, nur so viel, weil Arum keine normale Schule besuchen kann, ist er oft ziemlich einsam. Und die Popularität, die er durch die TV-Show erhält, bringt jetzt hier einiges in Bewegung. Es gibt einige interessante Nebenfiguren, vom so ein älterer Nachbar, so ganz kauzig, sorgt er für lustige Momente, aber insgesamt hat das wirklich quälende Längen und eine Bildsprache, die wirklich kitschig ist. Ich weiß nicht, ob es am koreanischen Original liegt oder ob die Übersetzung da so ist. Als ich mit dem Lektor damals auf der Buchmesse am Stand gesprochen hatte, hat er gesagt, das ist das Verlagshighlight und ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein miserables Buch ist, aber es ist auf jeden Fall definitiv weit hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Naja, schade. Also ganz anders sieht es hier bei Eliza G. Sternberg aus in seinem Buch Neurologic. Ist bei Vintage Books erschienen, der Autor ist Neurologe. In verschiedenen Kapiteln geht es hier um die wirklich beeindruckende Macht des Unbewussten. Es geht darum, dass unser Gehirn mit zwei Systemen arbeitet, immer parallel. Ja, das Unbewusste, System Nummer 2, stellt Erfahrungen und Entscheidungen bereit, filtert unsere Sinne und versorgt uns mit Erfahrungen, die helfen, unser Ich-Gefühl erst zu konstruieren, indem es einfach Erfahrungen bereitstellt. Ja, in dem Buch geht es um Blinde, die gar nicht wissen, dass sie blind sind, um Blinde die oder Menschen, die temporär ihr Auge nicht verlieren. Es geht um Spiegelneuronen, es geht um Mentaltraining für Sportler und solche Dinge. Es geht darum, dass Handlungen im Traum oder auch im Mentaltraining wirklich eins zu eins übereinstimmt mit Handlungen, die wir so in der Realität durchführen. Das fand ich ganz interessant. Es geht um das Thema Schlafwandeln, um Dinge, die wir so automatisch tun, also so fahren. Und es geht auch um Schlafparalyse, warum so viele Leute glauben, dass sie von Aliens im Schlaf entführt werden. Und Sternberg zeigt hier auch sehr ausführlich, warum Hypnose so ein Extremfokus, so ein Tunnelblick im Prinzip des Gehirns ist. Ich habe extrem viel in diesem Buch gelernt, zum Beispiel auch wenn es um Schizophrenie geht oder darum, was passiert, wenn das Gehirn multiple Persönlichkeiten entwickelt, wenn das Gehirn dann traumatische Erfahrungen im Gehirn abkapselt und das Gehirnareal aushungern will, was tatsächlich auch passiert. Es gibt hier immer sehr viele Beispiele aus der Praxis. Am Ende jedes Kapitels, das fand ich sehr gut, gibt es eine Zusammenfassung. Und vor allem, er steigt in jedes Kapitel mit einem total ungewöhnlichen medizinischen Fall ein. Ja, das ist hier sprachlich geschliffen. Das ist immer auf den Punkt. Wer sich irgendwie für Neurowissenschaften interessiert, ja, also hier kriegst du wirklich was geboten. Dann haben wir noch von T.C. Boyle, Outside Looking In. Das Buch ist bei Bloomsbury erschienen und ist auf Deutsch im Hansa Verlag ein halbes Jahr vorher veröffentlicht worden, weil es hier einfach so viele T.C. Boyle-Fans gibt. In dem Buch geht es um LSD und um den Kult um diese Droge. Der Einstieg ist sehr schön, weil wir live dabei sind, wie Albert Hofmann diese psychoaktive Droge entwickelt und seine Assistentin muss dann diesen total zugeballerten Herrn Doktor retten. Es ist aber nur so ein Vorgeplänkel, denn eigentlich geht es um ein junges Ehepaar aus den USA, die unter den Einfluss von LSD und der Gruppe unter Timothy Leary fallen. Fitz ist Doktorand und studiert unter Leary und
Es bildet sich so eine Gruppe um diesen LSD-Guru, auch Joni, die Frau von Fitz und ihr gemeinsamer Sohn werden damit reingezogen und los geht's mit so Ritualen am Wochenende, die noch so einen wissenschaftlichen Anstrich irgendwie haben, aber so eigentlich verkappte LSD-Partys sind. Das zieht dann immer größere Kreise und die Harvard-Universität findet diesen Drogenkonsum natürlich nicht lustig. Die brüden USA-Mitbürger auch nicht, weil es so eine Art Hippie-Bewegung wird. Es geht um neue Formen des Zusammenlebens, die Entwicklung eines anderen Bewusstseins und so weiter. Häufigkeit und Dosen des LSD-Konsums werden immer größer und das verändert natürlich auch das Bewusstsein und die Prioritäten der Figuren. Wir werden mit diesem Ehepaar in so einen Strudel von Ereignissen reingestoßen, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Boyle zeigt, wie man sich hier verlieren kann, wie Gemeinschaften sich verändern. Und vom An Fitz demonstriert er auch, wie wir uns selbst immer wieder so belügen bei Dingen, die wir machen. Und gut ist, wie er den Fokus zwischen Joni und Fitz verschiebt, um diese Entwicklungen zu zeigen. Wie er den LSD-Rausch seiner Figuren schildert, ist sowieso phänomenal. Hier sind auch bei weitem nicht alle Figuren irgendwie sympathisch. In meinen Augen kann das Buch auf jeden Fall mit den Terranauten mithalten. Auch hier spielt Boyle mit Fakt und Fiktion. Also Timothy Leary gibt es. Wenn ihr den nicht kennt, googelt den mal. Interessanter Typ, krasses Leben. Ich habe mich gefragt, warum Boyle sich ausgerechnet so auf diese normale Zeit in den USA noch fokussiert hat. Und für mich ist es aber ein großes Verdienst, dass er das macht, dass er den Einbruch dieser Droge und dieser ungewöhnlichen Gemeinschaft im Leary in das Leben von seinen eigentlich sehr bürgerlichen Helden zeigt. Ja? Ja, und so in Zeitlupe wird deren Leben so auf den Kopf getreten. Das hat mir fantastisch gefallen. Wie er das auch hier in diesem Buch wieder schafft. Das war mein Lesemonat August. Schreibt mir, ob ihr diese Bücher schon kennt, was euch hier angesprochen hat, was euch überhaupt nicht angesprochen hat. Ich freue mich auf eure Kommentare. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.